ich mache das nicht mehr, ich höre auf, ich lösche alle Videos. Hätte ich auch von mir selbst nicht erwartet, dass ich so lange durchziehe. Als ich das Studium angefangen habe, waren mir solche Sachen irgendwie nicht so bewusst. Es ist nun mal einfach ein sehr undankbares Studium. Für mich ist klar, es geht so nicht weiter. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, so gerade face-to-face sich so vor die Kamera zu setzen, mit euch zu reden. Es ist nämlich schon sehr, sehr, sehr lang her, um ehrlich zu sein, viel zu lang her. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir sogar Stichpunkte diesmal aufgeschrieben, weil ihr kennt mich. Ich kann mich nie kurz halten und beim Punkt bleiben. Ich hoffe, das wird jetzt bei dem Video ein bisschen besser klappen als sonst. Ich habe auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit zum Drehen, was vielleicht ein Vorteil sein könnte. So wie es nämlich jetzt gerade läuft, kann es nicht weitergehen. Und zwar, gestern Nacht kam mir dieser Gedankenblitz. Ich habe die Notizen um 3 Uhr oder sowas gemacht. Gestern habe ich das Video hochgeladen mit Erika, mit dem Mukbang im Auto. Könnt ihr euch gerne anschauen, ist wirklich sehr lustig geworden, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dabei bin ich dann durch meine Videos gescrollt und dann ist mir aufgefallen, dass mein letztes Video, also mein vorletztes Video, einfach ein Vlogmas war. Also das Video ist 5 Monate alt, das heißt, wenn man auf meinen YouTube-Kanal geht, sieht man, dass eines der letzten Videos einfach ein Vlogmas ist und wie ihr wisst, Vlogmas ist hier im Dezember und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Es war mir schon klar, dass ich sehr unregelmäßig poste, aber irgendwie war es mir jetzt nicht bewusst, dass es so lange her ist wieder und wieder ein halbes Jahr her ist. Ich habe das schon oft gesagt, dass ich zurückkommen will, aber diesmal ist es irgendwie anders. Also ich hoffe, dass auch so, dass ich das auch so umsetzen will. Nicht will, sondern werde. Und diesmal ist es auch irgendwie mir bewusster geworden als die anderen Male. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Aber für mich ist klar, es geht so nicht weiter. Eine Sache ist mir sehr wichtig und da kommt jetzt ihr ins Spielchen. An dieser Stelle seid nämlich jetzt ihr gefragt. Du. Was willst du oder ihr, was wollt ihr für Videos sehen von mir jetzt explizit? Was möchtet ihr, dass ich mehr mit euch teile, euch zeige oder über was soll ich mit euch reden? Was interessiert euch? Was schaut ihr euch gerne an? Da ich so inaktiv geworden bin, ich bin auch selber schuld, sage ich ehrlich, also kein Shame on you oder so, ich bin selber schuld, deswegen bin auch ein bisschen sauer auf mich, aber es ist jetzt, wie es ist und wir müssen jetzt damit leben, beziehungsweise ich. Wenn man inaktiv ist, egal auf welchen Social Media Kanälen, dann mag dich natürlich der Algorithmus nicht, ne? Weil je aktiver du bist, desto mehr mag dich der Algorithmus, desto mehr werden deine Videos angezeigt, desto mehr Interaktion findet auf deinem Kanal statt. Und für eine Person, wie jetzt mich zum Beispiel, oder Leute, die einfach Videos drehen, auf TikTok, YouTube, Instagram, egal wo, die halt so einfach Content produzieren, für die ist natürlich das Allerwichtigste die Resonanz. Das Feedback. Wenn man sich Mühe gibt, ein Video hochlädt und da zum Beispiel keine Kommentare kommen, dann fragt man sich, okay, wieso habe ich jetzt dieses Video gemacht? Also anscheinend interessiert es die Leute gar nicht so. Wieso habe ich das jetzt gedreht und war das jetzt schlechtes Video? War das langweilig oder was habe ich falsch gemacht? Und dann denkt man sich, also das ist dann für einen selbst natürlich, ich bin ehrlich mit euch, sehr demotivierend. Vor allem, wenn man sich nach längerer Zeit zum Beispiel wieder so aufrafft und sagt, komm, ich mach das jetzt, ist es für einen sehr demotivierend, wenn man keine Kommentare so als Feedback einfach bekommt. Nicht, weil man an sich jetzt nach Kommentaren und Likes geiert, sondern einfach, weil man nicht weiß, okay, interessiert das jetzt die Leute oder war das jetzt schlecht? Deswegen würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr einfach mal, wenn ihr noch da seid, wenn ihr von Beginn da seid oder jetzt einfach neu seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich einfach sehr darüber freuen, dass wenn ihr zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel related, also fühlt euch jetzt nicht gezwungen, irgendwas kommentieren zu müssen, aber wenn es irgendwas gibt im Laufe des Videos oder irgendwas, was ihr sagen möchtet, dann freue ich mich sehr, sehr, sehr auf eure Kommentare. Ich möchte, dass wir uns in den Kommentaren gegenseitig austauschen können. Deswegen würde es mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen aktiver werdet, vor allem bei den nächsten Videos, dass ihr mich dabei auch irgendwie unterstützt. Und es gibt mir halt auch Motivation, dann das beizubehalten, wenn ich merke, also ich mache was richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen würde ich mich super drüber freuen, unter diesem Video Kommentare zu sehen. Ganz viele Kommentare von euch mit Videovorschlägen oder wieso ihr mich abonniert habt. Wieso habt ihr mich abonniert? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich möchte wissen, was dieser ausschlaggebende Punkt war, wieso ihr auf den Abonnieren-Button geklickt habt. Weil bei mir ist es so, es dauert bei mir schon etwas länger. Ich muss erstmal ein paar Videos sehen von der Person. Ich muss mir erstmal ein paar Videos anschauen und dann kann ich mir so ein Bild machen, okay, ist es jetzt ein Content, der mich anspricht oder nicht?
und dann abonniere ich erst. Mich würde das wirklich sehr, sehr interessieren. Mir ist aufgefallen, wo ich das Video geschnitten habe jetzt. Es dauert zwar extrem lange, ich glaube, man weiß gar nicht, wie viel so dahinter steckt. Es dauert extrem lange, ein Video zu schneiden, zu bearbeiten, dass es auch interessant wird für die Leute, das Thumbnail zu bearbeiten, einen Titel zu finden. Das ist alles sehr viel Arbeit und es sollte überhaupt gar keine Beschwerde sein. Ich meine damit einfach nur, dass ich in diesen paar Stunden, obwohl es sehr viel Zeit ist, einfach gemerkt habe, was meine Passion ist. Und ich merke es jedes Mal. Egal, ob ich jetzt vor der Kamera sitze, mit euch rede oder die Videos dann später schneide und hochlade und das Feedback sehe oder allgemein einfach, ja, dieses fertige Video habe und einfach weiß, ich habe es hochgeladen. Dieses Gefühl, ich fühle mich dann einfach gut. Ich fühle mich dann einfach so, als hätte ich irgendwas erfüllt und richtig gemacht. Und es zeigt mir einfach, dass diese Videos drehen einfach für mich bestimmt sind. Das ging jetzt vielleicht voll blöd für manche, die das jetzt vielleicht nicht machen oder dann nicht so relaten können, aber ich bin generell so ein Mensch, ich bin ein Zwilling und ich kann mich nie entscheiden. Mir wird sehr schnell, also Sachen werden für mich sehr schnell langweilig und ich habe sehr schnell Zweifel oder einfach keine Lust auf bestimmte Sachen, was ihr ja auch sicherlich gemerkt habt, wenn ich über mein Jurastudium rede. Dazu kommen wir im Übrigen gleich. Mir ist dann so bewusst geworden, als ich so nachgedacht habe, dass in allem, was ich tue in meinem Leben, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich einfach keine Lust mehr habe. Es ist irgendwie einfach so. Und dann brauche ich was Neues. Beim Videos drehen, also bei YouTube-Videos, hatte ich noch nie den Gedanken. Wirklich, ich hatte nie diesen Gedanken, ich mache das nicht mehr, ich höre auf, ich lösche alle Videos oder so. Ich werde ihn auch nie haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen Gedanken haben werde, aus dem Grund, weil es mich erfüllt und das merke ich einfach jedes Mal. Ich habe das Gefühl irgendwie, ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, was mich happy macht und erfüllt und keine Ahnung. Dabei habe ich es eigentlich schon längst gefunden, nur ich mache es einfach nicht. Beziehungsweise ich mache es aber einfach viel zu selten und das tut mir auch irgendwie mega leid für euch, für die Leute, die mich wirklich gerne verfolgen, weil manchmal fühle ich mich so, als würde ich, wie soll ich das sagen? Manchmal vergesse ich einfach, dass 2000 Abonnenten viele Menschen sind. Es sind 2000 Leute, die sich dazu entschlossen haben, meinen Kanal zu abonnieren. Das wird ja einen Grund haben. Vor allem auf YouTube ist es mittlerweile überhaupt nicht mehr einfach, irgendwie Reichweite zu generieren. Auf TikTok zum Beispiel ist alles ein bisschen, ja, ich sag mal einfacher. Du kannst leicht viral gehen. Auf YouTube ist es nicht so. Und es ist eigentlich eine richtig krasse Ehre, hier für mich eine so große Zahl an Leuten zu haben, die mich verfolgen möchten. Und natürlich ist es kein Vergleich mit irgendwem, keine Ahnung, mit einer Dagi B oder sowas. Aber wenn man das einfach mal abstellt und sich 2000 Leute in einem Raum vorstellt, ist das so viel. Ich bin da krass dankbar dafür. Und manchmal vergesse ich das irgendwie einfach und weiß ich nicht. Mach mich selber irgendwie so kleiner als es, oder mach die Zahl kleiner als sie ist. Keine Ahnung. Das ist wieder schwer zu formulieren, was ich sagen möchte. Im Endeffekt will ich einfach nur sagen, dass ich weiß, dass es Leute gibt, die meine Videos gerne schauen, weil mir ja auch einige von euch private Nachrichten schreiben, mich fragen, wann kommt wieder ein Video oder wenn ich live gehe auf TikTok, was ich übrigens ziemlich oft und gerne mache, also könnt ihr mir da gerne auch folgen, dass da einfach oft Leute reinschreiben und danach fragen. Das zeigt mir ja auch einfach, dass ihr das auch haben wollt. Jetzt habe ich wieder viel zu lange um heißen Brei geredet. Ich will damit einfach nur sagen, dass mir das selber extrem fehlt, vor der Kamera zu sitzen und ich auch das Gefühl habe, dass ich euch die letzte Zeit gar nicht mehr so mitgenommen habe, wie ich es gerne machen würde. Weil mein Wunsch ist es eigentlich, so eine Community aufzubauen. Logischerweise zieht man ja Leute an, die die gleichen Interessen oder den gleichen Vibe haben wie einer selbst. Weil man kann nicht jedem gefallen. Und das will ich auch gar nicht. Also ich möchte wirklich, dass meine Videos sich die Leute anschauen, die sich mit mir identifizieren können, die vielleicht die gleichen Ansichten teilen wie ich und dass wir einfach so eine richtig schöne Community werden und uns gegenseitig austauschen können, Ratschläge geben können und einfach wie so kleine so Internetfreunde sein können. Wisst ihr, was ich meine? Das war eigentlich schon immer so meine Wunschvorstellung und ich habe irgendwie selber gemerkt, dass ich euch nicht mehr so mitgenommen habe, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Es hat ja nämlich eigentlich alles damit angefangen, dass ich durch die ganzen Jura-Videos, durch Jura-Vlogs und sowas viele von euch sozusagen angezogen habe, beziehungsweise viele mir wegen dem Jura-Studium folgen, weil ich mit dem Thema halt sehr offen umgehe und nicht so wie andere so immer die motivierteste Studentin bin, sondern auch mal krasse Downs habe und ja, mit euch sehr ehrlich kommuniziere, was das Studium abbrechen und so weiter angeht. Ich habe
dieses Thema irgendwie die letzte Zeit komplett vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Also ich habe darüber nicht mehr viel gesprochen und nur noch Videos anderer Art gemacht. Aber wie gesagt, ich denke, dass sehr, sehr viele Leute wegen dem Jurastudium da sind auf jeden Fall. Und ich lasse die Bombe jetzt platzen. Nee, Spaß. Es gibt nicht so Platz. Ich switche jetzt mal einfach rüber zu diesem Thema. Viele haben sich nämlich auch ein Jura-Update-Video gewünscht. Und ich finde, das passt jetzt einfach perfekt hier rein, weil das verschafft dann einfach einen Überblick über alles. Ja, also der Grund, wieso ich nie drüber geredet habe, war einfach der. Ihr wisst, ich habe sehr gestruggelt mit dem Studium. Und ich wusste bis vor kurzem immer noch nicht, ob ich es wirklich durchziehen soll oder abbrechen soll. Ja, ich sage euch auch ehrlich, wie es ist. Ich denke, wenn jetzt eine Person zu mir kommen würde und mich fragen würde, würdest du es mir empfehlen oder nicht? Also, wer bin ich, um zu sagen, nein, mach's nicht. Aber wenn man mich wirklich so nach einem Rat gefragt hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so euphorisch drüber sprechen. Es ist nun mal einfach ein sehr undankbares Studium. Das habe ich auch schon oft in meinen Videos gesagt, weil wenn man das Examen nicht schafft, hat man einfach nichts in der Hand und die ganzen Jahre waren halt umsonst. Zwar jetzt vielleicht nicht für das eigene Wissen umsonst, aber fürs Papier und für die Gesellschaft, sag ich mal, was umsonst, weil du nichts vorweisen kannst außer dein Abitur. Und als ich das Studium angefangen habe, waren mir solche Sachen irgendwie nicht so bewusst, weil, wenn ich ehrlich bin, als ich das Studium angefangen habe, hätte ich auch von mir selbst nicht erwartet, dass ich so lange durchziehe. Also ich dachte, ich breche sowieso ab nach 2 Semestern oder so. Ja, dem ist natürlich nicht so. Also ich bin jetzt im 9. Semester tatsächlich und ja, also eigentlich bin ich schon so ziemlich am Ende, was aber irgendwie auch erst der Anfang ist. Für mich kommt jetzt nämlich bald ein sehr, also einfach ein neuer Lebensabschnitt zu, eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben vermutlich und deswegen möchte ich auch jetzt diesen Rhythmus reinkriegen, wieder regelmäßig Videos zu drehen, weil ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nachher auch nicht schaffen. Es geht nämlich für mich hoffentlich bald, also hoffentlich einfach, weil ich es hinter mich bringen will, aber auch nicht hoffentlich, weil eigentlich will ich es nicht, wenn ihr versteht, was ich meine, in die Examensvorbereitung. Ich denke, mein Leben wird sich schon um 180 Grad wenden, weil da werde ich auf jeden Fall jeden Tag lernen müssen, was ich jetzt auf jeden Fall nicht tue. Und Leute, es ist sehr surreal. Also ich studiere jetzt seit 4 Jahren. Im April 2019 habe ich angefangen. Also ja, seit 4 Jahren. Und diese 4 Jahre sind so im Flug. Verflogen, vergangen. Diese 2 Jahre, die jetzt noch irgendwie da sind oder 3 oder keine Ahnung, sind irgendwie gar nicht mehr so viel. Also für mich in meinem Kopf denke ich mir immer, ach, das ist noch in so weiter Ferne, aber eigentlich bin ich schon so nah am Ziel. Aber irgendwie dennoch so weit weg davon, weil das wird keine leichte Zeit und ich kann mir vorstellen, dass ich sehr viele Mental Breakdowns haben werde. Aber jetzt ist definitiv der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, es ist zu spät, abzubrechen. Diesen Gedanken habe ich jetzt auch schon aus meinem Kopf geworfen. Für mich gibt es diese Option nicht mehr. Dafür habe ich schon viel zu viel Energie, viel zu viel Schweiß und Blut in dieses Studium gesteckt. Ja, zu viel verzichtet, auch mal, wenn ich eine Hausarbeit oder Prüfung geschrieben habe, einfach mal zu Hause zu bleiben am Wochenende und wirklich mal durchzuziehen, diszipliniert zu sein und auch zu viele Jahre, die dann einfach weggeworfen werden. Deswegen, das Thema Abbrechen steht nicht mehr, also es geht halt einfach nicht mehr. Jetzt muss durchgezogen werden. Genauso wie in der Schule das Abitur ist jetzt das Examen einfach mein Ziel, was ich habe und haben muss. Und ja, das ist so mein Update zum Jurastudium. Also sehr viel mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sagen, weil ich bin ja noch nicht in der Examensvorbereitung und ich bin auch ehrlich, bis dahin will ich eigentlich so gut es geht irgendwie versuchen, noch ein bisschen abzuschalten, Kopf frei zu bekommen, weil die Vorbereitung an sich, also die Examensvorbereitung wird, denke ich, schon an sich stressig genug sein und in der Zeit werde ich sehr, sehr viel lernen. Das heißt, ich denke, ich kann mir das jetzt schon noch genehmigen, diese letzten paar Monate ein bisschen durchzuschnaufen und ein bisschen klarzukommen, ein bisschen meine Gedanken zu sortieren und mich so gut es geht versuchen, einfach nicht zu stressen, obwohl ich es jetzt sowieso schon tue. Mein Zukunfts-Ich wird auf jeden Fall sehr stolz auf mich sein, wenn ich das durchgezogen habe, bestanden habe und auf jeden Fall durchziehe, weil ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt in meinen Videos, ich bin generell eigentlich kein Mensch, der Dinge abbricht. Ich sage das zwar oft, ich denke es zwar oft,
Aber tief im Inneren geht es einfach nicht. Ich kann es nicht mit meinem Stolz vereinbaren. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, in welches Repetitorium ich gehen möchte. Also Hemmer oder Altmann. Also an die, die sich damit befasst haben, könnt ihr mir gerne mal sagen. Oder die Leute, die vielleicht gerade schon in der Examsvorbereitung sind oder jetzt gehen werden. Für was ihr euch entschieden habt und auch warum. Was vielleicht die Vor- und Nachteile sind. Was ihr so gehört habt. Schreibt gerne das alles in die Kommentare. Übers Examen kann ich halt noch nichts sagen, weil ich selber noch nicht in der Situation war. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen. Ich schaue mal kurz in meine Notizen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich denke, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Also ich habe bestimmt was vergessen, weil ich könnte mit euch hier stundenlang reden. Aber ich denke, das war jetzt so fürs erste Comeback-Video. Ich muss lachen, weil diese Comeback-Videos hatte ich schon öfter, wenn ihr mal auf meinem Kanal schaut. Die Videos heißen dann immer Live-Update und dies und das und das. Und dann mache ich ein Live-Update, weil ich denke, jetzt geht's los. Dann lade ich das Video hoch. Ein halbes Jahr später kommt wieder ein Live-Update, weil ich es ein halbes Jahr lang nicht geschafft habe, euch mitzunehmen. Und das soll auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein. Habe ich jetzt in dem Video schon 10 Mal oder sowas gesagt. Eventuell hilft mir uns ein fester oder feste Videotage. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt ein Fan davon seid, ob ihr die Videos so anschaut. Sollen wir das vielleicht einführen, dass wir Videotage haben? Oder wie ist es, wann schaut ihr eure Videos immer? Eher so abends, Wochenende, unter der Woche? Habt ihr einen bestimmten Tag, wo ihr es irgendwie lieber schaut? Tell me. Also ich hoffe, dass ihr unter diesem Video super viele Kommentare haben werden in Bezug auf Videoideen und natürlich, was mich sehr interessiert, was ich mir so gerne durchlesen würde, wieso ihr diesen Kanal damals abonniert habt oder wieso ihr meine Videos gerne schaut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich hoffe wirklich, dass da ein paar tolle Konversationen entstehen werden in den Kommentaren. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich muss tatsächlich auch eigentlich in 10 Minuten los, ins Training nämlich. Deswegen wird es Zeit, dieses Video zu beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir mal wieder gezeigt, dass Videos drehen einfach meine Leidenschaft sind und meine Laune von 0 auf 100 wieder hochbringen können. Ich liebe es einfach und ich hoffe, ihr seid auch alle weiterhin dabei. Falls ihr meine Videos gerne schaut oder schon öfter hier wart, aber noch nicht abonniert habt, dann macht es auf jeden Fall gerne. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten schaue ich einfach, was ihr so reinschreibt, was ihr gerne sehen möchtet. Aber jetzt wiederhole ich mich einfach nur noch. Deswegen, ich hoffe, wir kriegen das gemeinsam hin und werden eine super schöne, tolle Community. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören, Zusehen und Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich wollte irgendwas hinzufügen. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall los, weil ich werde wieder zu spät kommen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe eigentlich Hunger und wollte vom Training noch was essen. Und das schaffe ich jetzt wieder nicht. Egal. Wir sehen uns, Leute. Tschüss.